Hallo Sammler und Fallensteller, hello Collectors and Trappers all over the world. Heute zeige ich euch, wie ich eine kleine Wasserwaage, die ich im letzten Jahr irgendwo im Sauerland auf einem Flohmarkt gekauft habe, überarbeite, um nicht zu sagen restauriere. Also ich habe dieses Blech abgeschraubt, das gefiel mir nicht und habe mir die darunter liegende Lünette angeguckt. Die sah noch ganz gut aus, deshalb habe ich mich hier entschlossen, die Lünette nicht auszubauen. Danach habe ich angefangen, das Holz, das Teakholz zu schleifen und habe nach und nach mich durch diese ganze Geschichte gearbeitet. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr am Schluss. Was ich noch dazu erzählen wollte, ist eigentlich, dass dieses Blech, was die Lünette schützt, aus einem sehr dünnen Edelstahlblech bestand, das mir nicht gefiel. Und dann habe ich mich im Internet umgeguckt und habe bei einer sehr netten Person in Sachsen in der Nähe von Zwickau Messingbleche kaufen können. Und aus diesen Messingblechen habe ich eine neue Abdeckung für dieses kleine Werkzeug, für diese kleine Wasserwaage gemacht. Hier ist der erste Schritt des Abschleifens beendet. Sieht schon ganz gut aus. Und jetzt beginnt gleich die Herstellung von diesem Abdeckblech aus Messing. Das ist das Originalblech. Und gleich kommt das Messingblech. Das war mir zu dick, was ich jetzt aufgelegt habe, war mir zu dick. Das hatte ich noch, bevor ich mir in Sachsen in der Nähe von Zwickau diese anderen Bleche besorgt habe. Da ist jetzt das große Messingblech aus Zwickau mit dem bereits ausgeschnittenen Teil für die neue Abdeckung. Und dann geht's so weiter, nicht? Wird das Messingblech auf Maß gebracht. Dazu habe ich eine Feile in den Schraubstock eingespannt und so lange die Längskanten geschliffen, bis ich auf das richtige Maß gekommen bin. Danach habe ich die Löcher angekörnt. Dann habe ich die Löcher gebohrt, habe den Sehschlitz rausgefeilt und irgendwann war das neue Messingblech fertig. Und ich glaube, das Resultat kann sich sehen lassen. Was sagt ihr dazu? Schönen Dank fürs Zuschauen.
und hier seht ihr die Wasserwaage, bevor ich angefangen habe, sie zu restaurieren. Und gleich kommen einige Fotos, wie sie danach aussah, nach 3 Schichten Shellack. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen.